mir vorgestellt, dass wir vielleicht erzählen lassen, ehe wir Fragen stellen, dass wir Gelegenheit geben und nehmen, was zu berichten aus den Tagen um den 9. November herum. Ich habe damals in Mannheim gewohnt und in Heidelberg gearbeitet bei der Firma Wendenbucher. Da war ich Reparaturen da, die hatte ich zu machen, das war meine Tätigkeit dort. An dem Tag fuhr ich also auch, wie üblich, an die Arbeit. Von dem, was in der Nacht geschehen war, habe ich zufällig nichts mitbekommen und hatte auch kein Radio gehört, sonst hätte ich ja daraus was entnommen. Ich kam also nach Heidelberg, ging dann von der Haltestelle durch die Hauptstraße. In der Hauptstraße, Anfang der Hauptstraße, sah ich dann, dass da ein Geschäft, die Scheiben zerschlagen waren. Es war aber wieder alles und es war ausgeräumt, das Geschäft, und es waren alles ausgefegt und sauber, und ein älterer Mann stand dabei und machte ein finsteres Gesicht, kann man sagen. Er war so hier erbost irgendwie, und ich fragte, was denn hier gewesen, und dann sagte er, da ist eingebrochen worden, sagte er ziemlich zornig. Ich habe nicht gewusst, was los war, und ging dann ins Geschäft. Da komme ich jetzt mit dem Bericht, den ich seinerzeit, also vor 5 Jahren, zum Jahrestag damals, in der Rheinecker Zeitung geschickt habe, und habe dann hier den Bericht dann so geschildert, wie ich ihn damals gesehen hatte. Unter der Überschrift dann, als die Synagogen brannten. Die Synagoge in Heidelberg habe ich am Morgen nach der Brandstiftung gesehen. Ich arbeite damals bei der Firma Wirtenbucher in der Grabengasse und erfuhr vom Brand der Synagoge bei Arbeitsbeginn. In der Frühstückspause ging ich dorthin in die große Mandelgasse. In der Synagoge rauchte es noch. Feuerwehrschläuche lagen breit, aber ohne Wasser. 2 Feuerwehrleute standen davor. Als es innen einmal krachte und ein Funkenregen entstand, gingen sie hinein. Kurz danach kamen sie wieder heraus. Einer von beiden, den beiden, hielt einen SA-Dolch hoch und rief einem Mann zu, der auf der anderen Straßenseite stand: Da hat einer sein Messer verloren. Der ungerade Angerufene, offensichtlich der überwachende Gestapo-Mann, rief den Feuerwehrmann zornig zu sich, nahm ihm den Dolch ab und steckte ihn in seine Aktentasche. Er machte dem Mann Vorwürfe, weil er den SA-Dolch so offen gezeigt und gerufen hatte. Die Nazis haben später den Versuch gemacht, die Novemberpogrome anonymen Brandstiftern, Volkszorn und so weiter, in die Schuhe zu schieben. An diesem Tag vor der Heidelberger Synagoge war der Beweis offenbar, wer die Brandstifter gewesen sind und wer die Pogromhelden waren. Mir kam der Feuerwehrmann sehr tapfer vor. Es schien mir, dass er den SA-Dolch absichtlich so gezeigt hat. Er hat mir auf Befragen später erklärt, dass sie Brandwache machen müssten, sie dürften aber nur die Nachbarhäuser schützen. Diese Nacht wurde später selbst von Nazis als Reichskristallnacht bezeichnet. Diese Bezeichnung klingt eher verharmlosend. Sie sagt nichts darüber aus, wie viele Menschen in dieser Nacht ihr Leben oder ihre Gesundheit verloren und wie viele eingesperrt wurden. Wohnungen und soweit noch vorhanden Geschäfte wurden zerstört, unschätzbare Wertsachen und Bücher geplündert oder verbrannt. Eine solche Wohnung habe ich in Mannheim am späten Nachmittag gesehen und fotografiert. Es war ein Pogrom. Nicht nur wie schon im Mittelalter in einzelnen Städten, in Judengassen oder Ortsteilen durchgeführt, nein, mit deutscher Gründlichkeit im gesamten damaligen Deutschen Reich schlagartig in einer Nacht
in Szene gesetzt. Von dann ab steigerten sich die Judenverfolgungen unablässig bis zum Holocaust in Treblinka und Auschwitz. Als ich in Heidelberg ankam, dachte ich mir, ob ich jetzt eine halbe Stunde früher oder später nach Hause komme. Das ist ja ziemlich gleich. Ich schaue mir mal an, ob in Heidelberg Ähnliches passiert ist wie in Frankfurt. Ich bin dann die Hauptstraße durchgelaufen und auch auf der Hauptstraße gab es zerstörte jüdische Geschäfte. Ich bin dann in die Weststadt und habe gezielt bin gezielt zu Häusern hingegangen, wo ich wusste, dass Freunde und Bekannte von mir wohnten und stellte also fest, dass also auch Privatwohnungen und gerade diese Etagengeschäfte, die es in der Weststadt gab, dass die eben zerstört waren, dass die Waren zum Fenster rausgeworfen wurden, dass in irgendeinem Haus die Frau eines Zahnarztes hysterisch kreischend Betten aufgetrennt hat und wie die Frau Holle Federn da ausgeschüttelt hatte. Es war ein schon recht makabres Bild. Kannten Sie diese Frau? Ja. Also ich bin politisch Verfolgte, denn ich bin 1933 mit den ersten Studenten, die hier in Heidelberg an der Universität entfernt wurden, ich habe ja hier studiert, bin ich entlassen worden, durfte an keiner Hochschule mehr weiter studieren, an keiner deutschen Hochschule, und wurde kurze Zeit später auch in Schutzhaft genommen. Das mal zu meiner Person. Zu der Pogromnacht kann ich nur sagen, also mein Mann und ich, wir haben in der Kleinschmidtstraße gewohnt damals und morgens um kurz nach fünf, mein Mann hat sich, war aufgestanden und wollte zur Arbeit gehen, er musste um 6 Uhr in der Arbeit sein, haben wir Scheiben klirren gehört, denn gegenüber von unserer Wohnung war das Textilgeschäft Kiwi. Es war ein jüdisches Geschäft mit vor allen Dingen Ratenzahlungen und dergleichen angenommen hatten, also für die minder bemittelte Bevölkerung da war, die auch sehr sozial eingestellt waren. Dieses Geschäft wurde damals morgens zwischen 5 und 5:30 total zerstört. Das haben wir mitbekommen. Daraufhin sagte mein Mann, als er wegging, sei bitte so gut und geh heute nicht aus dem Haus. Von dieser ganzen Situation hatte, denn du bist ja hier bin ich bekannt. Zur Endhaltestelle der Straßenbahn gegangen, der damals vor die Linie 8 nach Wiesloch, und stellte also fest, dass der Straßenbahnfahrer, ein Bekannter von uns war, ein Mann, der früher im Reichsbanner und bei der SPD aktiv war und der aufgrund dieser Mitgliedschaft vom Reichsbanner auch mit meinem Vater bekannt war. Ich fragte ihn, ob in Wiesloch auch Ähnliches geschehen war wie in Heidelberg und Frankfurt, in anderen Städten. Dann sagte er, ja, ich erzähle dir das, aber mach erst mal diesen Vorhang dazu, diesen ledernen Vorhang, die hinter dem Fahrer, hinter der Fahrerkabine angebracht ist, damit der Fahrer nicht geblendet wird und abends oder nachts fahren kann, ohne gefährdet zu sein. Er machte das natürlich, um zu verhindern, dass die Leute dieses Gespräch mit anhören oder mit ansehen, denn auf der Strecke war es ja wahrscheinlich, dass es einige gibt, die mich kannten aufgrund der Tatsache, dass wir damals in Wiesloch wohnten und dass meine Mutter dort groß geworden war. Und er erzählte mir dann, dass auch bei uns zu Hause also ein Kommando der SA, das waren seine Worte, die Wohnung zerstört hatte, Scheiben eingeworfen hatten. Dann hatten sie meinen Vater, hatten sie nach meinem Vater gerufen, Oppenheimer Judensau, so in dieser Preislage war das. Obwohl jeder in Wiesloch wusste, dass mein Vater kriegsversehrt war, dass er Offizier im Ersten Weltkrieg war, dass er also ein, wie man damals sagte, nationaler Mann war, das hat also diese Truppe da nicht gestört. Waren es Leute vom Ort,
Nein, das waren keine vom Ort. Das heißt, dass es auch Leute aus der Umgebung waren. Aber das ist sehr schwer, nun konkret festzustellen. Ich weiß in einem Fall, dass jemand dabei war, weil er mir das nach dem vielen Jahr nach dem Krieg mal sagte. Auch sagte, dass er sich geschämt habe hinterher. Aber wie gesagt, wer das im Einzelnen war, das war schwer festzustellen. Nun also in Wiesloch selber, ich wohnte in der Nähe von der Endhaltestelle, ich hatte also nicht sehr weit, ging dann runter und fand meine Mutter völlig verstört wegen dieser ganzen Geschichte, denn sie hatte sich das nicht vorstellen können, dass sowas in der Stadt passiert, in der sie groß geworden ist, in der sie Freunde hat, in der mein Onkel Mitbegründer vom Sportverein war und so, ja, also so ein paar kleine Dinge. Kann man als Hintergrundmaterial hinzufügen, weil dadurch also die ganze Ungeheuerlichkeit dieser Geschichte sichtbar wird und die völlige Rücksichtslosigkeit, die ja dann Grundlage war für die späteren Massenverhaftungen, Massenerschießungen und Massenmorde in den Vernichtungslagern. Nun, aber ich muss auch sagen, dass vor dem Haus, vor dem Eingang lagen also Glasscherben, es lagen keine Gegenstände aus der Wohnung da auf der Straße, weil sie nur von außen die Scheiben eingeschlagen hatten, dieses Kommando, und hatten Feuerwerkskörper in die Wohnung geworfen. Das Bett von meinem Bruder zum Beispiel stand in Flammen und konnte gerade noch rechtzeitig gelöscht werden und solche Sachen. Aber diese Glasscherben und Rahmen von den Fenstern und so weiter, die auf der Straße lagen, die räumte ich dann mit meiner Mutter aus. Und dann kam ein alter Mann, der einmal Vorarbeiter in einer Tabakfabrik meines Großvaters gewesen war. Der kam die Straße entlang und half dann, das wegzuräumen. Auch aus der direkten Nachbarschaft sind dann am Abend, bis dunkel war, die Familie rübergekommen zu uns und wollte sehen, ob sie helfen können und ob sie, also wollten auch sehen, was da passiert war. Gerade wie dieser alte Arbeiter da kam und half da aufräumen, hat er natürlich von einer ganzen Reihe der Leute, die da wohnten, äußerst unfreundliche Worte zu hören bekommen. Hilfst du den Juden, was soll das und so weiter. Aber ich muss also sagen, er hat sich daran nicht gestört, sondern wir waren in einer Stunde fertig mit dem Aufräumen und nicht zuletzt durch seine Hilfe. Nun, im Laufe des Nachmittags war ich dann zu Hause und überlegte mir, was man da tun kann und was man tun sollte. Und habe mich noch nicht mal umgezogen. Ich hatte damals, das war ja da modern um die Zeit, hatte kurze Hosen an, so eine Art Koppel und eine Windbluse. Und so saß ich also in der Wohnung und las die Zeitung und schaute, ob da irgendwas schon drinsteht über den von Rath. Ich hatte ja noch keine Zeitung vorher gesehen. Und dann läutete das plötzlich an der Haustür und da stand ein Polizist. Und er sagte, es tut mir leid, aber ich muss sie mitnehmen, ich habe den Auftrag, sie zu verhaften. Also irgendjemand muss mich denunziert haben, denn sonst hätten die Leute ja nicht gewusst, auch die Polizei nicht gewusst, dass ich im Laufe des Tages, nachdem mein Vater, mein Bruder verhaftet war und bekannt war, dass ich in Frankfurt arbeite, wenn nicht irgendein Denunziant da gewesen wäre, wäre die Polizei nicht benachrichtigt worden und hätte mich also auch nicht verhaftet.